Wir begrüßen dich ganz herzlich im Jahre 2019 und zu unserem ersten Video in diesem Jahr auf unserem YouTube-Kanal. Wir möchten dich heute mitnehmen und dir ein paar Grundsätze des Kinesiotapings erklären, zumindest auch unsere Sichtweise, wann wir wie tapen und dir etwas Anleitung geben, damit du vielleicht auch zu Hause das Tape besser anlegen kannst. Also viel Spaß! Woher kennst du dieses bunte, elastische Klebematerial? Oftmals kennen wir es aus dem Fernsehen, nämlich im Leistungssport wird es häufig angewandt. Es ist wissenschaftlich nicht eindeutig nachgewiesen, dass es eine gewisse Wirkung hat. Wir möchten dir aber trotzdem ein paar Grundsätze im Kinesiotaping auch mitgeben. Das Grundprinzip im Kinesiotape ist eigentlich, dass man eine Verschiebung unterschiedlicher Hautschichten erreichen möchte. Du siehst bei uns nochmal in der Nahaufnahme, wie die Beweglichkeit dieses Klebematerials in der Nahaufnahme aussieht und dass die Klebestruktur eine leichte Welle aufweist. Diese Welle soll die Reibung der unterschiedlichen Hautschichten der Haut, Unterhaut, des Unterhautfettgewebes bis zur Faszie und dem Muskel bringen und dadurch seinen Effekt in voller Breite ausüben. Je nach Lehrmethode findest du ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen an das Kinesiotaping. Wir möchten dir zwei Varianten heute mitgeben und zeigen. So, wir zeigen das jetzt einmal am Beispiel des Kniegelenkes. Normalerweise sollte man gucken, damit die Haftung des Tapes besser ist, dass man die Stelle, die man anlegt, quasi rasiert. Da kann man dann einen Einwegrasierer nehmen. Das Tape allgemein kann von einem Tag bis zwei Wochen auch kleben. Das ist je nach Region unterschiedlich. An den Füßen, wo die Schweißbildung natürlich sehr groß ist, halten die Tapes meistens nicht so lange. Im Bereich des Rückens kann das schon, wie gesagt, manchmal auch ein bis zwei Wochen halten. Irgendwann fängt an, das Tape quasi an den Rändern abzugehen. Dann würde ich dem Patienten oder dem den Getapten dann auch empfehlen, das dann einfach abzureißen und nochmal eine neue Anlage zu machen. Allgemein muss man sich immer die Frage stellen, welche Anlagevariante man benutzen möchte. Wenn man jetzt im Falle des Kniegelenkes eher auf die Bänder wirken möchte, dann wird man eine Zuganlage wählen, indem man das Tape gleich maximal dehnt und dann anlegt. Das heißt, als ersten Schritt muss man eigentlich immer die Region ausmessen. Da man jetzt in diesem Fall das maximal dehnen wird, das Tape, wird man es ein bisschen kürzer wählen und dann einfach die Länge erstmal auswählen. Ich hatte jetzt einen Streifen schon vorpräpariert. Ich zeige dir das einmal. Diese Länge. Vom Griff her mache ich das immer ganz gerne so, dass man die Papierenden noch in der Hand hat, weil jeglicher Kontakt auf dem Klebematerial beeinflusst wieder die Haftung. Und was man dann macht, man kann auch umgreifen natürlich, dass man diese Variante hat. Ich zeige das jetzt einfach mal, dass man die Seite der Kniescheibe hier tapen würde. Das heißt, ich gehe jetzt mit maximaler Vordehnung. Du kannst sehen, dass Material ist sehr elastisch. Ich lege das seitlich so ein ganz bisschen halbmondförmig an der Kniescheibe an. Da ist immer wichtig bei dieser Ligament- oder Bändertechnik, dass man diesen Zug nicht komplett maximal jetzt ausreizt, sondern quasi hier einmal so ein bisschen das unterbricht, damit man die Enden ohne Zug und ganz lose auflegen kann. Wenn das Tape natürlich komplett unter Spannung ist, dann ist auch da wieder die Haltbarkeit nicht so gut. Das heißt, auch hier wieder einmal und ohne Zug. Dann ist halt nochmal wichtig, damit der Klebstoff aktiviert wird, dass man die Region breitflächig reibt, dass eine Wärmeentstehung hier möglich ist. Genau. Und das kann man dann erstmal so machen. Dann hatten wir ja auch eben gesagt, dass es wichtig ist, möglichst die Enden abzurunden. Wenn die Ecken da sind, ist das immer so, wo die Kleidung ganz gerne mal so ein bisschen hängen bleibt beim An- und Ausziehen. Und dann reißt der Patient oder der Anwender sich das Tape sehr schnell von der Haut. Wichtig zu beachten ist auch, dass manche Patienten auf den Klebstoff allergisch reagieren können, dass es zur Hautreizung kommt. Meistens macht sich das dann durch starken Juckreiz oder auch ein brennendes Gefühl bemerkbar. Dann das Tape natürlich abreißen.
Manchmal kann man auch, wenn das zum Beispiel eine sehr hartnäckige Region ist, mit einem Haftspray arbeiten. Das ist wie so ein Klebehaarspray, sage ich mal. Und das kann man vorher auf die Stelle sprühen. Ansonsten kann man mit dem Tape alles machen. Man kann damit duschen, man kann damit schwimmen, man kann damit Sport machen. Man muss natürlich nur beim An-, Ausziehen und Abtrocknen darauf achten, dass man natürlich nicht ganz provokant hier über die Kanten immer rüber geht. Kommen wir zur zweiten Anlagetechnik. Das ist dann eher mit dem Fokus auf die Muskulatur, nicht so sehr auf das Gelenk. Wichtig ist, dass man das auf jedweige Region anwenden kann. Man muss natürlich den Ansatz und den Ursprung der Muskulatur dann kennen. Man fängt die Technik immer an, indem die Muskulatur vorgedehnt wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Wadenmuskulatur dehnen möchten, würden wir den Patienten bitten, die Fußspitze hoch zum Unterschenkel ranzuziehen, dass hier möglichst eine Spannung auf dem Muskel ist. Der Wadenmuskel kommt vom Fersenbein, geht über die Achillessehne ja über und verliert sich ja dann quasi hier im Unterschenkelbereich. Da habe ich jetzt schon mal ausgemessen und vorgeschnitten. Die Vordehnung wird die ganze Zeit so gehalten und jetzt im Gegensatz zu der Bändertechnik legen wir jetzt komplett ohne Dehnung des Tapes auf. Das heißt, ich würde hier auch einmal wieder einreißen, gucken, dass ich möglichst keinen Kontakt auf dem Tape-Material habe. Lege das Tape am Ursprung an. Und jetzt ist es, wie ich schon eben gerade sagte, da ist es wichtig, dass man das Tape überhaupt nicht zieht, sondern einfach so ganz locker fallen lässt. Und dann wird man das ohne Zug über die entsprechende Muskelpartie anlegen. Und dann erfolgt wieder derselbe Prozess, dass man das Tape wieder anwärmt durch eine Reibeaktion. Und dann kann der Patient das Fußgelenk wieder entspannen. Was bei der Muskeltechnik sehr, sehr häufig passiert oder eigentlich passieren soll durch die Vordehnung, ist, dass sich so ganz kleine Wellen, so Fältelungen abzeichnen, die dann halt in der Bewegung sich dann auch noch mal ein bisschen deutlicher zeigen. Ja, wir hoffen, wir konnten dich für das Thema Kinesiotaping etwas begeistern und dein Interesse wecken. Nächste Woche möchten wir dann ganz gerne den unteren Rücken beleuchten. Wir zeigen dir Einflussfaktoren aus osteopathischer Sicht, welche Strukturen sich auf die Lendenwirbelsäule auswirken können. Und wir möchten natürlich auch diesen Kanal für dich machen. Also möchten wir gerne den Aufruf starten, wenn du Themenwünsche hast, Interessensgebiete, dann schreib uns doch gerne eine private Nachricht oder einen Kommentar. Wir gehen so schnell, wie es uns möglich ist, auf dieses Thema ein, damit du auch immer mehr Wissen aus diesem Kanal ziehen kannst. Also freu dich auch auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.